Wir sind zurück beim OnePlus 2 und wir sind zurück beim OnePlus 2 und hier ist gerade der Benchmark-Test einmal durchgelaufen. Wir sehen hier eine Punktzahl oder einen Score, besser gesagt, von insgesamt 44.054 Punkten in der 64-Bit-Version des Testes vom OnePlus 2. Wir haben hier also insgesamt einen Score, der, naja, im guten Mittelfeld liegt. Das ist ein Score, der also knapp hinter dem LG G4 beispielsweise liegt oder auch hinter dem Samsung Galaxy Note 4. Es bewegt sich also so rund in dem Bereich von 45.000 bis vermutlich auch 46, 47, 48, 49.000 Punkten, die man dort so als Leistung festlegen kann in einzelnen Durchgängen. Das ist also eigentlich ein ganz solides Ergebnis. Man kann also definitiv auch ohne Probleme alle grafikaufwendigen und derzeitig auf dem Markt erhältlichen Spiele spielen, die eben auch ein bisschen mehr von der Hardware abverlangen. Es gab auch bei den Tests überhaupt gar keine Einschränkungen, was die Performance angeht. Auch ist es ganz angenehm, dass das Gerät auch trotz längerer Spieldauer nicht merklich warm wird. Es ist so, dass sich das Gerät, naja, ein ganz wenig natürlich ein bisschen aufheizt, das ist ganz klar. Aber es wird eben nicht so merklich warm, wie es bei vergleichbaren anderen Geräten, die jetzt letztlich in den Tests waren, sei es das iPhone, sei es vor allen Dingen auch das letzte Google Phone, das Nexus. Dort gab es eben wesentlich mehr Probleme in die Richtung, dass auch dort eine ziemliche Wärmeentwicklung war. Hier ist das bei dem Gerät nicht der Fall. Hier hat man also die konstante Leistung auch wirklich über mehrere Viertelstunden, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wenn man dort spielt, hat man wirklich überhaupt keine Probleme damit. Insgesamt kann man sonst zu dem Display sagen oder zu der Leistung. Leistung ist also überhaupt kein Problem. Solides Mittelfeld. Wie bereits gesagt, Score von etwa 45.000 Punkten an dieser Stelle. Guckt man sich das Display an, hat man ja bei dieser Zollgröße ein Full-HD-Display. Man kann sich also auch dort mit der Schärfe nicht beschweren. Das ist alles wirklich scharf, wenn man sich Bilder ansieht und auch mal etwas näher rangeht.
und sich insgesamt das Display auch wirklich mal auch von näherem anguckt. Das ist wirklich knackscharf, die Farben kommen gut herüber. Es könnte teilweise vielleicht noch etwas heller sein im Allgemeinen, das heißt, wenn man das jetzt ausreizt und ja, ich gehe einfach jetzt noch einmal beispielsweise in das Menü und wir gucken uns da das nochmal in der vollständigen Helligkeitsstufe an. Hier ist es ja an die Lichtverhältnisse angepasst und wir drehen das dann mal ganz nach oben. Ja, dann ist das eigentlich, das ist definitiv ausreichend. Es gibt einfach noch Displays, die noch etwas heller auch sind. Auch wenn man sich vor allen Dingen in den iPhone-Bereich bewegt. Das heißt, beim iPhone 6S zum Beispiel, dort hatten wir ein Display, das eigentlich in jeder Lage einfach sehr, sehr hell ist. Hier, wie gesagt, ausreichend. Das sollte auch für draußen geeignet sein, dass man dort keine Probleme hat, auch bei Sonneneinstrahlung irgendwie alles gut erkennen zu können. Darüber muss man sich also auch nicht weiter unterhalten. Wie gesagt, ein wirklich Top-Display, das allerdings nicht allzu betrachtungswinkel stark ist. Das heißt, man hat auch selbst hier keine Probleme in den Betrachtungswinkeln, das alles gut zu betrachten. Ja, aber es gibt eben noch also die teilweise andere Modelle, die selbst in den Betrachtungswinkeln noch etwas stärker sind als jetzt dieses Smartphone. Aber man kann sich auch bei diesem Smartphone definitiv nicht über die Betrachtungswinkel beschweren, denn auch das sieht, wenn wir jetzt einfach mal aus dieser Position zum Beispiel so ein bisschen noch rübergehen, mehr als gut aus und man kann sich auch dort nicht beschweren. Das ist wirklich hier, was das Display angeht, wirklich meckern auf hohem Niveau. Wenn man sich das wirklich näher ansieht, auch dort kann man also über das Display als Fazit sagen, dass es ein mehr als gutes Display ist. Und jetzt wirklich das Letzte und eigentlich auch Überraschende an diesem Smartphone, der Lautsprecher, wenn man sich den mal ansieht, da hat man wirklich mal was eingebaut an Hardware, die mich spontan überzeugt hat und das auch im Vergleich zu vielen anderen Smartphones, die man gerade auf dem Markt findet. Denn dieser Lautsprecher, der schafft doch einiges weg und also die Soundqualität ist einfach bemerkenswert, muss man eigentlich sagen, für die Größe des Smartphones allgemein. Wir haben hier unten einen wirklich nach unten gerichteten Lautsprecher. Wenn man mit dem Finger da einmal rüber geht, dann ist das vor allen Dingen hier auf der rechten Seite bemerkbar, dass da die merkliche, also die wesentliche Hardware, der eigentliche Lautsprecher verbaut ist. Hier nochmal eben zusätzliche Ausgänge auch dafür. Aber was die Soundqualität angeht, ist das OnePlus 2 wirklich ein Gerät, mit dem man ziemlich viel machen kann. Und selbst für den ein oder anderen Nutzer, der daran noch etwas zu meckern hat, der kann, wie gesagt, wenn man sich in dem Bedienungstutorial in Video 2 sich das einmal angesehen hat, diese kleine App noch starten. Das ist der Audio-Tuner und damit könnt ihr wirklich auch nach Lust und Laune eigentlich noch alles verstellen. Von Bässen über verschiedene anderen Einstellungen wie Sprachqualitäten. Ihr könnt auch hier einfach aus vorgefertigten Mustern auswählen, müsst das natürlich oben einmal aktivieren und könnt dann über Blues, Classic Dance, Hip-Hop, Jazz, Metal, Pop in die Filmeinstellung, in die Spieleinstellung gehen. Auch die Spiele hören sich mehr als gut an. Das heißt, man kriegt eine richtige Atmosphäre mit diesem Smartphone hin. Ja, vielleicht merkt ihr es ja, also der Lautsprecher an dieser Stelle, da hat man wirklich nicht gespart an diesem Smartphone. Das Display ist auch top. Das sind also alles Sachen, die wir jetzt über das Smartphone sagen können. Fazit also, um es nochmal zusammenzufassen, wirklich ein Top-Lautsprecher, mit dem man auch gegebenenfalls nach Lust und Laune das Ganze eben nochmal mit dem Audio-Tuner einstellen kann. Der Audio-Tuner empfiehlt sich vor allen Dingen auch über den Kopfhörergebrauch, weil man da eben dann auch wirklich merkt, wo der wesentliche Unterschied ist. Eine kleine Sache, die hätte ich fast noch vergessen, das ist ein bisschen irritierend an dem Smartphone oder etwas mysteriös. Die Lautstärke, die man mit dem Lautsprecher hier erreicht, die ist wirklich mehr als in Ordnung. Allerdings passiert ab der Hälfte eigentlich nicht mehr allzu viel. Das heißt, erreicht man den Pegel erstmal so hier auf der Hälfte, dann ist man eigentlich auch schon auf der maximalen Lautstärke und geht man dann weiter, passiert zumindest nicht in merklicher Art und Weise eigentlich noch etwas. Soll aber auch kein großer Kritikpunkt sein, das ist nur irgendwie vielleicht eine mangelnde Einrichtung hier über die Anzeige, dass der Balken einfach schon an einer gewissen Stelle schon eigentlich sein Maximum erreicht von der Lautstärke der Musik. Ansonsten aber als Fazit ein Top-Display, eine Mittelklasse-Leistung, mit der man aber alles machen kann, was den Prozessor angeht und eben ein Lautsprecher, der in diesem Smartphone wirklich Spaß macht. Das soll es also insgesamt gewesen sein zum OnePlus 2. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.